Oder du Trimax hier? Okay, dann sieht er hier. Ja. Aber hör auf, das zu unterschätzen, Chef Strobel. Erst mit einem halben Jahr hast er, du da. Er tut noch so, als bräuchte er nur noch Handtücher kaufen und dann ist der Umzug fertig. Ja, aber ich bin doch schon dran. Ich muss sagen, wie gesagt, jemand finden, der zuverlässig ist und mir ein gescheites Angebot macht. Ich sag aber ehrlich, wenn da jemand hingeht, der Ahnung macht, braucht er dafür 2 Tage, ist er fertig. Ja, aber welcher Handwerker ist denn frei für Trockenbau? Welcher Handwerker ist jetzt frei im Dezember? Aber das Ding ist ja, er muss jetzt nicht eine ganze Wohnung machen, sondern wieder die Tür und über die Tür das Trocken bauen und einfach noch links auf der Seite. Wo aber ja schon zum Teil ein Schrank davor steht und ein Regal hinkommt. Die ganze Wand muss ja nicht zugemacht werden. Es gibt keine Handwerker mehr, die das können. Weil jeder Pisser Wirtschaftspsychologie studiert. Das hast du studiert, Chef Strobel? Genau das. Es studieren zu viele Leute. Los, Alter. Irgendwas, was nicht gebraucht wird und dann fehlt es an den Handwerkern. Und jetzt ist der Strom kein Handwerker. Ja, hättest du auch mal selber Handwerker gemacht. Hättest du mal selber gemacht. Chef, du kannst jetzt eine Frage bauen. Ich glaube nicht, dass jeder Handwerker automatisch irgendwo eine Tür mit einem Rahmen reinbekommt. Warum gibt es doch keinen geilen Handwerker, der streamt, Alter? Das würde doch super abgehen, oder nicht? Wenn da jetzt jemand streamt, wie er da ein komplettes Bad baut oder eine komplette Wand hochzieht. Ich würde es mir mal anschauen. Ich würde es mir reinziehen. Würde ich mir anschauen. Ich finde das wahnsinnig satisfying, wenn jemand auch so ein Badezimmer komplett baut. Ich hab mal von so einem Australier mitbekommen, der irgendwie eine Donation bekommen hat, wo er irgendwie so 5.000 bekommen hat und er wollte es zurückzahlen, als er irgendwie so am Handwerken war gerade. Ach, ich weiß, wie du meinst. Ich hab das auch mitbekommen. Toll, Chef Strobel. Das ist später tatsächlich. Wenn ich irgendwann geschafft habe und im Hamsterrad ausgebrochen bin. So wie Max eigentlich. Ich weiß nicht, wieso der nicht solche Sachen macht. Irgendwie, wenn du dann ein Haus hast, irgendwie so ganz viel Scheiße bauen einfach. Einfach so einen Steinofen in den Garten zimmern. Das kann auch scheiße aussehen und irgendwie nicht richtig sein, aber einfach so aus Scheiße. Ah, Mann, immer bin ich beim Scheiß-Tiger! Was hat denn der Tiger eigentlich? Mann, Peter Griffin ist viel der geilere Boss, Alter. Er hat sein ganzes Shield wieder, Max! Nee. Ja. Raus. Hab ihn. So, damit habe ich die Shotgun auch verdient. Okay, ihr seid gesagt, arbeitet bei Tom und unsere Handwerker baut Zage plus Tür ab 150 Euro ein. Das ist doch vollkommen fair. Ja, aber wann? Komm mal her, Julian. Na gut, wann ist echt die Frage? Also, wenn das nicht da passieren. Ja, hier. Nimm mal das Medaillon auf. Mann, wie gesagt, deswegen habe ich auch eine Insta-Story gemacht für Leute, die sagen, sie kennen sich aus der Umgebung Hamburg. Hier runter. Wo ist das Medaillon? Nein, ich hab's. Ja, okay, gut. Lass das da hinten runtergehen in den Überwachungsraum. Ich glaube, Oskars automatische Rage-Shot findet es krank. Falscher Ehrgeiz, falscher Strom. Ja, falscher Strom. Also im Dezember kannst du es knicken, dass da jemand 2 Wände und eine Tür baut. Ich sage, okay. Ich finde da jemand, der cool ist. Ich sage, du findest da auch jemanden. Ja, ich finde da jemanden. Aber du wirst wahrscheinlich 3.500 Euro zahlen müssen. Ja, nimm mal hier das Medaillon. Dann bin ich raus. Wie, dann bist du raus? 300.000 Euro ist doch nicht viel für 3 Tage Arbeit vom Handwerker, der alle Materialien mitbringt. Bist du dumm? Ja, stimmt, bist du dumm. 3.500 Euro dafür? Ja. Schätz mal, wie viel. Okay, nehmen wir an, du willst jetzt dein Bad renovieren. Schätz mal, wie viel dich das kostet. Ja, ein Bad mit einer Tür, um eine Zage zu vergleichen, ist aber schon ein bisschen heftig. Ja, aber es ist auch Griff nur kaufen. Ich geschätzt habe. Größeres Magazin. Wie viel kostet ich sag, Bad? Wie viel würdest du denn gerne weniger zahlen? Sag mal kurz, wie viel du zahlen würdest für Strobel. Ich hol die Tür. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Tür selber holen, das Material, und er kommt einfach nur, um das alles zu machen. Du weißt doch gar nicht, was für Material. Kann mir doch du sagen. Du sagst ihm, was er machen soll, und dann sagt er dir, was das kostet, und dann holt der das ganze Material. Du gehst doch nicht für dann. Ja gut, dann bringt der das für Trockenbau. Die Tür zum Beispiel hole ich ja selber, weil ich ja die Tür selber. Also ich suche mir eine Tür aus, die ich hole. Also ich werde. Wie viel willst du für alles zusammen zahlen? Für Tür und den Trockenbau und den Handwerker? So maximal 2.000. Gute Frage. Chat mal, was würdest du denn gerne ausgeben? Und dann kann der Chat direkt sagen, weil das in Max seinem Chat sind sicher einige Leute, die das gelernt haben. Ja, hier sind viele Trockenbauer, das ist geil. Man zahlt Schwarmintelligenz ist so riesig, Chat ist halt klasse. Man zahlt ja pro Quadratmeter, oder? Was er macht und dann plus die Arbeitszeit. Genau. Ja, und wie viel würdest die du eine Wand ist nur 60 cm, deswegen kostet die nur 30 Euro. Ja, das glaube ich nicht. Standardangebot. Oh, Gegner. Oh, ich brauche mal das Amulett gleich. Gegner.
weiß nicht. Für. Was ich jetzt schon snipe. Er ist down, push mal bitte. Shit. Los, sag jetzt alles für Schrubbel. Ich weiß es nicht. Aber sag mal eine Zahl. Du hast gesagt, für 3.500 Euro lässt du es nicht machen. Dann, dann hast du ja schon mal einen groben Plan, was du zahlen möchtest. Sag mal jetzt eine Zahl. Was möchtest du zahlen? Okay, das ist zwischen 1,5 und 2 geschätzt, aber das ist. 1,5 und 2. Aber du musst ja. Du selber. Man kann quickscopen. Du musst ja mal sehen, wie viel. Also ich sehe, guck's doch an, ich quickscope dir an den Kopf. Ich schick dir ein Video, Romata, dann okay, siehst du. Okay, jetzt wieder Fokus, wir haben hier gerade eine Quickscope-Diskussion. Ja. Du hast ihn gerade nicht gequickscoped, du hast lange reingescoped, das habe ich selber gesehen. Ja? Die Tür kostet mehr. Digga, hä? Ich hab mich. Wenn ich eine schalldichte Tür mir holen würde, die Dings. Kostet doch Safe and Rack. Ja, genau, die angefertigt ist. Und Schieberiss, die war bei 1000 Euro. Bro, welche normale Tür, die normal in eine Wohnung reinkommt, kostet 1,5, Digga. Was für Türen kaufen sich die Leute? Ich hab Strubel. Jetzt reicht's. Ich hab mich doch selber mal gegoogelt. Bro, welche Tür kostet denn 1500 Euro? What the fuck? Also meine Tür hier im Studio kostet 3500 Euro. Also meine Tür, keine Ahnung. Ohne Handwerker, nur roh. Digga, wenn ich google und mir das angucke. Ja, ein Haus in Amerika. Links neben uns, Schüssel, links neben uns. Ich hab mir das selber mal angeguckt. Wenn ich online google, finde ich jemand, der mir die Tür für 2 Euro einbaut. Jetzt Fokus, ist bald. Online finde ich auch Mietwagen für 80 Euro. Ja, okay. Auktion 6K. Das ist ein Vergleich. Gefickt haben wir die. Danke für die Türen. Danke für T1. Das? Danke für T1. Chef Strubel, super. Danke, Chef Strubel. Gehört deiner Woche. Ja, wenn die Leute mal rausfinden, wo du wohnst, dann könnt ihr einfach hier die Tür eintreten. Weil du die selber eingebaut hast und einfach nur 200 Euro gezahlt hast. Nee, ich finde irgendwie witzig, dass wir hier Leute verklickern wollen, dass die Tür 1000 Euro kostet. Und ich war gestern, also wirklich. Ja, du hast gesagt, du willst es schalldicht haben. Dann sagst du, du willst es jetzt nur blickdicht haben. Nein, keine Tür. Ich hab davor geguckt, was ist das? Türen. Und Schiebetüren sind teurer als eine normale Tür, Digi. Zugschlüsselkarte? Und gib mir mal kurz den Heiler. Der Zug kommt! Stimmt, lass dann drauf. Aber gib mir das Ding. Ich kann den Zugschlüssel reinmachen. Ja, aber die Zone kommt ganz kurz. Auf dem Zug ist einer drauf. Ein Gegner? Ja, der fährt immer. Siehst du noch, wie das Ding sich bewegt? Da ist ein Gegner drauf, der bringt uns das nächste Ding. Der bringt uns das Medaillon. Ja, der bringt uns das Medaillon. Versteckt euch, zeigt euch nicht. Ich geh in Vault, fickt euch. Ey, lass mich jetzt das Medaillon vom Zug. Der kommt, das Medaillon kommt angefahren, Julian. Der schießt da. Wer schießt da? Was für ein schlechter Hinterhalt. Der ist richtig low. Bro. Die sind da. Aber warum gehen wir nicht. Also, Julian, was ist dein Plan? Warum hat sie so früh angeschossen, Bro? Ja, das hab ich auch nicht verstanden, Romatra. Wir hatten doch die Überraschungsmoment auf unserer Seite. Zwei Knock. Alle dead, oder? Da ist ein Auto noch. Der fährt weg. Oh, der hat das Medaillon, bitte. Du hast es aufgesammelt. Das hast du beide. Das ist so assi, Julia. Sauger Mauger. Gib der bitte jetzt. Ich brauch's auch wirklich. Ja? Warum, Uwe? Weil ich als einziger nicht Full Shield hab. Okay, aber danach? Danach kannst du's gerne haben. Aber ich wäre gerne halt mal Full Shield, ne? Ja, das ist. Ich bettel seit 30 Minuten darum, dass ich einmal dieses Medaillon krieg, damit ich mal Full Shield bin. Du hast mich nicht einmal drum gebeten. Oh mein Gott. Nee, das ist automatisch schon, du bist der Captain. Das ist. Ja, nein, ich sehe das nicht. Die HP-Anzeige ist von meinen Augen her viel zu weit weg. Ich kenne meine eigenen HP, das ist das Einzige, was wichtig ist. So, wo bist du, Max? Dann kannst du es jetzt gerne haben. Hier. Ich brauch das eigentlich nur, um Full zu werden. Das ist mir echt restlich scheißegal. Ach, geil. Nächste Runde, ich würde sagen, Julian kriegt es auf Default-mäßig und wir wechseln uns jede Runde ab. Ja. Alter, geil, dass ich auf Default mit Leon habe. Aber da musst du auch mal wieder droppen, wenn du siehst, du hast Full Life und ich habe nur 10 HP und wir haben nur einen Medaillon. Okay. Was bringt dein Schweinemedaillon? 3 Shield pro Sekunde irgendwie. Aber dafür sehen die Gegner, wo wir sind. Davon gibt's auch nur Leute, die in Range sind. Karte. Aber ja, was haben die Leute denn jetzt gesagt, was es kostet, einen Meter Wand zu verzimmern und eine Tür reinzubauen und die Tür zu kaufen? Die schalte ich. Auf gar keinen Fall 3000, am Ende sind es irgendwie 2700. Also das Ding ist, wenn es eine normale Tür ist, normale Wohnungstür, weißt du, was ich meine? Eine normale Wohnungstür, ich glaube, die Leute gehen davon aus, die Inflation hat bauzüglich so geschallert. Ja, und jetzt, Augen nicht trauen. Ich google jetzt Wohnungstür.
Wohnungs. Ja, aber du kannst doch nicht googeln, da kommt doch alles drauf. Die geben dir das ohne Mehrwertsteuer und ohne alles an, ohne wenn alles. Du googelst. Wenn ich, jetzt eine normale Wohnungstür mir anschaue, Junge, und ich würde mir hier bestellen, geht die von 100 Euro los und dann kannst du bis ins Unendliche nach oben gehen. Aber ich will ja mir keine. Ich, warum 100 soll ich Euro für eine Tür. 100 Euro für eine warum, Tür. Warum? Warum soll ich mir jetzt eine Tür vorbei? Nein, ihr seid dumm. Warum soll ich mir für 2 bis 3 Jahre, wo ich da drin wohne? Und das sind auch alle Lok. Das sind alle Lok. Hä? Warum soll ich mir für 3000 Euro eine Tür reinziehen, wenn ich dann 2 bis 3 Jahre wieder ausziehe? Wie dumm ist das? Das ist doch nur lukrativ für mich. Hey! Da sind ja 8 Leute gestorben. Digga, der Sound der Sniper ist göttlich. Wir sind hier so viele Leute tot. Wir haben hier echt gut gethird-partied. Snipe ich ja oder nein? Ich fühle mich so wie. Tommy, was jetzt? So. Bist du überhaupt gar nicht dead, du Wichser? Meine Gegner. Warne? Oh, das ist ein Bot, Alter. Clap, das waren 4 Bots. Clap, das waren 4 Bots, Bro. Das waren 4 Bots. Das war deine Mom. Oh oh. Die hat vorne gespielt. Hier, brauchst du irgendwas? Hier mag ich's, hier finde ich die Location sick. Komm, wir hoch das aufs sieht hier aus wie. Das sieht hier aus wie. Ja, wo sieht das hier aus? So ein italienisches Ferienhaus, irgendwo auf dem Berg. Ja. Deutsche Vita. Ich denke, das sieht aus wie die. Weiß nicht. Was gibt's denn für eine italienische Region? Wollen wir die Flagge hier einnehmen? Lom. Ja. Ist sie Gold oder was heißt Gelb? Gold heißt Gelb. So, Roman, ich hab's einfach mal mich schlau gemacht. Eine Tür baust du in 1 bis 2 Stunden ein. Ich denke, das sieht aus wie die Lombardei. Und weiter und für den fachgerechten Einbau ist mit 200 bis 350 Euro zu rechnen. Für nur die Tür oder für die Tür? Darüber musst du ja noch die Wand ziehen, den Trockenbau. 2 Wände da drüber und noch. Wie denn 2 Wände da drüber ziehen? Bist du dumm? Du hast den Rahmen und darüber ist da noch 40 cm, also 80 cm, du hast 85 cm Breite und 40 cm Höhe. Du machst ja so, als würdest du so, keine Ahnung, Digga, was glaubst du? Ja, aber das ist ja trotzdem, muss das ja trotzdem eine Wand gebaut werden. Wie eine Wand gebaut werden? Da machst du Regels oder so hin, Digga. Ja, das kostet doch die Sau. Du denkst gerade wirklich, dass da. Ich kann doch da einfach nicht eine neue Wand reinziehen. Das muss ja 2 Jahren wieder rausgemacht werden. Ja, Rehgips. Aber das kostet ja auch noch mal drauf. Da muss das ja auch wieder gemalt werden. Da kann ja nicht nur das Stück gemalt werden, sondern muss dann eben auch noch wieder gemalt werden. Ich gucke jetzt, wie viel das kostet. Ja, Chef Strobel, das ist so ein Eingriff. Also, ich sehe ein, dass es nicht viel Arbeit ist, aber du wirst da. Es ist nicht so krass viel, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen wie mit einer Schranktür gerade stellen. Also, ein Quadratmeter von Rehgipskarton kostet 2,50 Euro. Was willst du mir erzählen, Max? Dann kauf dir Pappmaché und mach das mit Gaffertape oben einfach selber fest. Ja, okay. Nein, aber ich find's witzig, wie Max das einfach so macht, das übertreibt, weil ich weiß, dass Handwerker teuer sind, aber du machst so, als wärst du. Und sie keine Zeit haben. Ja, gut, dann muss ich mir jemanden suchen, der es dann einfach Zeit hat zu dem Zeitpunkt, hä? Wenn sich bei mir schon 3 Handwerker gemeldet haben, dass sie Zeit haben, dann kann ich ja mit denen 3 schreiben. Ich hab doch gestern schon ausgemessen. Dann wird er richtig runtergehandelt. Dann wird er gesagt, oh, der hat aber. Würden es für 1500 machen. Hä? Junge, die armen Handwerker, Alter, die mit dir arbeiten. Warum die armen Handwerker? Da können immer noch Nein sagen. Hä? Ich hab gestern einem geschrieben, ich hab's ausgemessen, hab's ihm gefilmt. Er hat gesagt, das ist kein Problem, das ist keine große Arbeit. Wenn er mir das sagt, keine Ahnung, er hat gesagt, er schaut sich an, schickt seinem Dad und macht mir ein Angebot. Ist doch alles fein. Ist fein. Ja, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es erst im Januar stattfindet. Dann wird es halt im Januar stattfinden. Ja, ja. Fliegen wir weiter oder gehen wir wieder aufs Jumppad, um was zu fliegen? Weiß ich nicht. Da ist ein Gegner, lass ihn mal. Der deiner? Was? Wo ist ja, das, also wir haben, glaube ich, eine Bot-Lobby erwischt jetzt. Aber pass auf, weil die nächsten Spieler, in die du reinspringst, Max, das sind keine Bots, das sind E-Sportler. Da musst du aufpassen, okay? Brauchst du Supports zu den Gegnern, Max? Digga, ich sehe die nicht. Mach doch mal den scheiß Baum weg. Ja, mach mal den Dings weg. So ist das. Zu den Gegnern? Hit. Also, die Sniper-Sounds machen Spaß.
Ich brauche nur mal kurz das Heal-Ding. Ja, oh, nee, einfach das hier. Nee, ich nehme einfach den hier. Scheiß drauf. Ich habe auch 3 Biggies noch hier. Ist alles voll mit Biggies. Also der Sniper-Sound ist eigentlich ja, Absicht. Ist schön. Voll mit Schall gedämpft. Der ist so richtig gut. Gefällt mir. Hört ihr mich jetzt lauter? Leider ja. Scheiße, ja, Mann. Da kommt ein schönes Team, keine Bots! Ich habe einen im Chat, der meint, der macht so 500 Euro für dich. Nein, das ist auch nicht. Die kommen da, die sind in der Zone, im Arsch. Ich schau mal. Wie ich liebe es, wenn der Chat mal sauer ist, Max. Headshot? Da geht ja gar nichts rein. 20er. Es ist schwierig, die zu treffen, oder? Das ist echt schwer, man hat so Bullet Drop aus der Hölle. Da noch ein Team. 116er Snipe, der linke. Oh, ja. Der andere auch, beide 116, beide 116. Einen Knock. Wollen wir die als erstes pushen? Ja, ja, ja. Push. Kannst du mich auch pushen? Push. Hab ihn. Da die Shield Tracks verteilt. Ist hier noch einer? Der ist white. Hab ihn. Schön gemacht, Jungs. Ich versuch mal die AK. Das eine ist eine AK, das andere ist eher so eine SCA. Merkt ihr das von den ARs? Ja. Mhm. Ohne Mensch, so geht's ja mal nicht. Hier, Rift bei mir, schnell. Gegner bei euch. Hey, ja, lass erst Rift nehmen in der Zone. Ich habe jetzt keinen Bock wieder. Wir müssen echt weit, Leute. Ist hier irgendwo noch Rift? Ich flieg direkt in die Zone. Ich lass euch zurück. Ich auch. Ich fliegst du über rechts, weil rechts kann ich ganz weit fliegen. Gegner da in der Stadt. Wollen wir auf der Stadt landen? Ja, lass die ficken. Hast du ihn? Gut, einen habe ich. Ich weiß aber nicht, ob das ein echter Spieler ist. Sheet Tracks. 105, da hat er eine 105. Das ist der nicht. Junge. High Kill Win, Alter. Ja, die ganzen Pros jetzt raus sind. Die haben alle gedacht, oh, ich logge mich mal neu ein und schau, was passiert. Bin da rausgeflogen. Ja, ja. Und die ganzen Casuals, die einfach nebenher irgendwie, keine Ahnung, ihre Hausarbeit machen oder so, die sind noch drin geblieben in der Queue. Hausarbeit. Was ist das? Er war gesteelt. Stopp, falsch. Wir sind doch. Viele leben nicht mehr. Lass wieder ein cooles Kill. Hat jemand Einsatzschild? Hey. Ja, sind beide gestorben. Ich war's nicht. Es sind drei Leute gleichzeitig gestorben. Random. Ich habe letztens so einen Kommentar von dem Knossi-Clip gesehen. Wild, wo er geredet hat. Da war einer, der meinte, keine Ahnung, wie Romata den Abschluss hat, das muss wohl gewesen sein, bevor er angefangen hat mit seiner Kiffer-Stoner-Zeit. Ich denke mir so, was für eine Scheiße, Alter. Wann war meine Kiffer-Stoner-Zeit? Hab ich die selber nicht mitbekommen? So ein Scheiß, Alter. Snooty Steppes. Mit wem verwechselt er dich denn aber? Ich hab keine Ahnung. Oder siehst Kevin du vielleicht, oder so. Ich glaube, du siehst halt einfach zu doll aus wie ein Kiffer-Stoner. So ein Schwachsinn. Find ich, Matra sieht aus wie ein... Also ein... Doch, er sieht aus wie ein Luft- und Raumfahrttechniker. Ich finde, Rubata sieht genau das aus, was er ist, finde ich. So Animes und so Naturwissenschaftstyp. Oder nicht? Ja, wo das ist. Ich kann mich selber nicht beurteilen, das ist ja übercringe, Alter. Dann würde ich rüberkommen wie Chef Strobel. What? Doch, Rumatra sieht ultra aus wie Rumatra. Was ist das für ein. Ich muss ingame noch muten, ja, weil Chef Strobel zu dumm ist, Alter. Ja. Guck mal, jetzt hab ich meinen Job verkackt wegen dir, danke. Danke, Chef Strobel. Gerne. Scheiße, jetzt die Hölle los. Wer ist hier? Oh, das ist Julian, super. Ich freu mich mal, wenn ich Julian sehe, weil wenn ich Chef Strobel sehe, weiß ich, bin tot. Chef, wir haben eigentlich Verbot, dass wir zusammen Fortnite spielen, ne? Hast du mitbekommen? Wann? Hab ich unterteilt. Ey, gesagt. Warum lag das Game so hart? Das ist eine gute Frage, ich kann nichts machen. Es laggt nicht. Boah, ich kann hier keine einzige Waffe, keine Tür aufschlagen. Peter Griffin, komm! Peter kommt!
Ich hab, Barrels, komm mal zu mir. Ich bin bei dir. Wo bist? What the fuck? Ich wurde gelasert, ich hab alles verloren. Ich hab durch die Barrels Minus gemacht. Wo ist der denn? Der saure Maul. Wo ist Peter? Oder wird der weggeballert werden? Ach Mann. Der hat wieder sein Shield. Digga, wir alle direkt looten. Einer muss den Vault aufmachen. Einer muss den Vault. Ich hab's nicht. Ah! Max, Gegner, echte Gegner! Hab ihn. Schön, töten. Geh, mach den Vault auf. Komm her. Wo ist der? Komm mit mir. Ich hab ihn. Mann, ich weiß es, Max ihn hat. Ich hab es. Ich weiß es doch. Ja, ich weiß nicht, warum Julian Rath immer wieder sagt, ich hab's nicht. Ja, aber irgendwie geredet, Mann. Ja, eher mit mir, ich hab es doch. Max hat's doch. Ich hab es doch, wir wissen es auch alle. Mein Gott, Alter. Ey, Julian. Das kannst du doch nicht für immer machen. Das ist dein Lieblingsgag. Das kann ich genauso. Das können wir nicht machen, wirklich, das geht nicht. Wir machen ohne Loot saugen. Wir tun den Loot gerecht in die Mitte und teilen den fair auf. Okay, wir droppen alle Items gleichzeitig. Ich droppe das Medaillon kurz. Ich will das Medaillon gar nicht, behalte das scheiß Medaillon. Ich bin voll happy mit meiner Ausrüstung. Hier, Medaillon liegt. Wir machen jetzt alle voll und dann behält es Julian. Aber dann kannst du nicht so viel klauen, Julian. Warum? Du kriegst das Medaillon schon immer. Ja, okay, stimmt auch wieder. Der Stroh ist AFK, er leckt. Ah ja. Ich weiß jetzt nicht so direkt sagen, aber ja. Jetzt hat der Rückstoß. Der Stroh macht dir deine scheiß Waffe hier stark. Verringert Rückstoß. Mann, er ist AFK, er hört gar nichts. Der klärt gerade einen Termin mit seinem Handwerker. Boah, ja. Der mir doch ein Ding in der lässt sich jetzt, ne, der lässt sich jetzt für 500 € in seine Wohnung reinzimmern. Oh Mann, ey. Und wenn die Kuba dann einmal besoffen nach Hause kommt und reinfällt, bricht die Wand einfach zusammen. Das wäre geil, wenn die dann auch immer kaputt geht. Ja, die geht 100%ig kaputt, Alter. Der lässt das irgendeinen 17-jährigen Zuschauer machen, der gerade seinen Abi gemacht hat. Ja. Wo sind die Gegner jetzt? Ihr wisst es auch. Vor uns war noch einer direkt. Boom! Oh, Mann, ich hab's links. Warte mal, ich muss kurz auf. Was ist denn das? Hier ist noch einer vor mir. Der kommt. Hab ihn? Julia, jetzt ist zugebaut. Danke, Quinn, für 3,33. Ja, ich gebe mein Bestes, dass das nochmal klappt. Halt doch mal die Fresse, Chef Strobel. Tut mir leid. So, ich hab mir jetzt dann. Ich hab ein Medaillon für dich, Chef Strobel, komm her. Das sieht ja richtig weird aus, wenn du das machst. Auf, Chef Strobel, auf. Nicht nehmen. Du musst das hier nehmen. Medaillon nehmen? Du kannst ja laufen. Ja. Digga, ein Medipack nehmen und laufen ist so surreal. Und was passiert jetzt? Guck mal auf deine AP. Auf dein Shield. Genau. HP sind Health Points. Das ist grün oder white, wie die Pros es nennen. Das hat nichts mit HP halt zu tun. Halt deine Fresse, Max. Dann mach ich die ganze Zeit Leben dazu. Weißt du, wie du E-Sportler sein willst und HP, du setzt das Schild HP. Also, das macht mich so wahnsinnig sauer. Seh dich mit E-Sportlern gerade? Ja, ja. Die haben alle Earnings. Ja, die haben alle Earnings. Ja, ich auch. Wie viel Earnings hast du denn? Ich kann fast jeden Earnings checken, Alter. Wieder. Wie gebe ich dir das wieder? Inventar. Mich kannst du nicht Earnings checken. Gegner! Wie viel Earnings hast du? 90.000? Nein, 20.100. Yes. Wo müssen wir denn hin? Da hoch? Hier ist was. Wenn das leuchtet, müssen wir da hin. Ich steck die Karte rein. Was bringt das? Guck mal auf die Map und auf die Zones. Stromvorhersage gesichert. Oh, Gegner! Gegner! Wo denn? Hinter euch? Oh, mir die Sau. 45er habe ich ihm gegeben.
Ich baue mich ein, hab keinen Bock auf den Fall. Ist das Ranked? Ja, das ist unreal. Hilfe, Julian, schnell! Wo denn? Ich bin auch low. Bei uns, die pushen uns hart. Kommt euch, dumme Säule. Schnell! Hilfe! Nee, ja. Roman direkt down. Das ist so geil mit dem Einsatzschild. Fuck, ja. Danke, Julian. War das ernst gemeint? Ja, wirklich, wirklich ernst gemeint. Ich hab dem 100. Kommt noch einer, kommt noch einer! Ey, die wollte ich haben, du Knecht. Das Einsatzschild ist so geil. Ich brauch einmal bitte das Heal-Ding. Hier ist ein Medipack. Nee, also das meine ich ja gar nicht. Medaillon würde ich auch nochmal tippen. AB, shit on. Einmal Medaillon. Er hat wegen mir gepanickt. Medaillon. Ist die gute automatische Shotgun? Oh, war aber gespielt von mir zum ersten Mal wieder. Ja, gib mir bitte Pump-Ammo, Julian. Ja? Bisschen. Ist die automatische gut? Ey, war da nicht noch ein Satz-Shield? Ab die gut ist, hallo, ich hab gefragt. Ja, es ist nichts gut und es ist nichts schlecht. Es ist immer alles schlecht. Wir haben gesagt, du darfst diese Fragen nicht stellen. Du darfst diese Fragen nicht stellen. Ich spiele mit guten Spielern leider. Aber es ist nur Julian und Romatra. Ich brauche jetzt mal dieses scheiß Medaillon. Wie schnell war ich voll? Wieso war ich so schnell voll? Weil du zu viel sollst. Zwei? Was? Zwei hast du? Mann, mit Peter Griffin sieht ganz falsch aus mit dem scheiß Ballistic Shield und dem Pistolen. Zeig mal. Ja, ne? Hast du eins schon, Julian? schau mich mal an. Scheiß. Digga, so, der Typ kam auf mich zu, so hab ich dich gerade getötet durch die Gegner. Was denkt der? So hab ich ihn getötet. Das ist so dumm. Was für eine Scheiße. Ja, das ist so dumm. Kriegst du das Medaillon? Was bringt denn das? Was? Chef Sohn sagt, was das mir der Jungen bringt. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Zug. Zug. Oder echt rein? Der fährt auch in die Zone, oder nicht? Ja, das ist cool. Nein, der fährt da, wo wir hinfahren. Der fährt in die Zone, also. Ich schaff's nicht. Helft mir, halt mich an kurz. Bitte, ich will mit! Ja. Der Zug hat keine Bremse, Bro. Wie macht man den Scheiß hier auf, aber? Was war diesen hey? Hack? Welchen Gut. Hack? Ja, den kann man manchmal so machen. Der Zug. Mein Damage? Ja. Round, stay Tod low, fix him wieder hier. Wollen wir hier rechts raus? Wir wissen, dass die Zone hier ist. Komm. Lass noch ein bisschen fahren einfach. Der Zug. Der Zug. Zug hat keine Bremse. Ich fahr jetzt nach rechts, der fährt sich wieder in den Sturm sonst rein. Ja, hier ist Aussteigen, Leute, hier ist Aussteigen. Aber die Sohn, wir haben noch die Sturmvorhersage. Ich will Menschen in den Kopf snipen. Sorry, der Zug hat keine Bremse. Da es gebaut ist. Wo denn Schwanz? Ja, der ist weiter. Also Julian nimmt's echt. Julian trollt einfach wirklich rein seit heute. Trollt, der kann nicht mehr nicht trollen. Der trollt jetzt immer so 8 Stunden am Stück. Max hat mich jetzt schon wieder geflammt, die dumme Sau. Ja, hätte ich wirklich. Tu ich Julian auch. Seit er da versucht die Frauen zu risen, ist er anders geworden. Alter, bin ich schnell mit der Indiana Jones Hacke. Ich schleich dir hinterher, Julian. Ich hab leider keinen. Du bist auch viel zu schnell, Julian. Wir können nicht mehr pingen. Stimmt doch gar nicht. Oh, doch. Ich hab einmal in der Luft getroffen, in der Luft. Das ist Highlight meines Tages bis jetzt. Nochmal getroffen in der Luft. Oh mein Gott. Oh, richtig schwer, Romasa. Ist. Haha, oh, du bist ein dummer Strobel, ne? So viel Bullet Drop, das ist brutal. Neues Team, oder? Ja, ich glaube. Da kommt neues Team, glaube ich. Sehr gut, Chef Strobel, sauber. Fick ihn.
110er Hit da drinne. Boah, die sind nicht schlecht, die sind nicht schlecht. Oh, die sind alle so gut. Das sind, glaube ich, die schlechtesten, die wir bis heute gespielt haben. Ja, ja. Ja, guck mal, wie dumm er ist. Fall mal rot hier, du kleiner Kotnascher. Aber es lebt noch einer, oder? Oh, ja. Das ist so. Über mir, über. Rift. Hier drin war noch einer. Ja. Da wo man no, yeah. Einmal Medaillons abgeben, bitte. Digga, es ist immer so cool, dass das Peter macht. Wo sind die Mats? Ich hab neue Mats, bitte. In deinem Arsch. Mann, okay. Ich bin gerade erst 18 geworden, hey. Hey, hey. Ja, lass es mal, der Schrubbel. Boah, ich würde. Stimmt, der Schrubbel, dass die wieder Kotnascher Gags machen. Warum? Du hast heute doch echt scheiße zwischen den Zehen. Klar, was du, ich hätte gerne, dass irgendjemand bei Schiff Strobel diese Trockenwand einbaut, aber einfach in die Mitte von diesen zwei Wänden. So ein riesiges Loch. Wie bei dieser einen Uni. Einfach so ein bisschen Scheiße dazwischen schmieren. Und das findet der Stuhl raus. Und ja, wenn er auszieht. Genau, und seine Wand steht die ganze Zeit nach Scheiße. Und wenn er das dann selber einreißt, weil er denkt, das reißt sich selber ein, schlägt er in diese Wand rein und die ist voller Scheiße einfach. Das ist so krank, Junge. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Hat er schon auf 7 gegen die Wildnis reagiert? Ja, habe ich. Oh, du hast nicht 24 Stunden gewartet. Ich zeig dich an übrigens. Mach das. Ist das hier ein Stein zum Abbauen? Ne. Ein Übel am Backen jetzt auf einmal. Auf einmal bin ein Stein drüber gelaufen, alles backt. Der Strube, kannst du doch den Pokimane Fortnite Tanz? Boah, weiß ich nicht. War mein allererster, ne? Ja, so, dass du das unterteilst. War mein erster, war eine Anfangsphase, also. Ich hab grad Fall Damage bekommen, wie ihr so dumm seid. Wie viele Tänze hast du insgesamt gemacht? Okay. Hat dir nicht was auf uns gesnappt? Von da, von da, von da! Eurem Auto, im Auto. Bei mir? Oh shit! Ich spiel was hat denn der da für einen Scheiß? Ich hab den Bullet Drop schon. Jetzt schon raus mit der Waffe. Puh. Der ist 1 AP. Oh mein Gott. Na? Also die ersten Schüsse treffen gut und wenn der, solange der Gegner noch stillsteht und danach geht halt alles dann. Wo ist hier einer? Vor mir irgendwo ist der. Der Shot war so gebogen. Hm, das war er. Radine, dumme, wow, wow. Der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Bau mal nicht so viel. What the fuck, Julian? Was tut denn, Sweat? What? Was passiert hier, Strubbel? Wie viel Damage macht denn seine Pump? The fuck? One-Shot? Ich wurde ge-one-shotted. Was? Julian? Kannst du mal töten? Kann man mit dir erklären, dass das Wartschritt? So geil, dass der Strube wieder tot ist. Ey, wir haben gut, ich hab 180er One-Pump kassiert, das hat andere. Martin, du pimmelst ja auf Lowground, so was machst ja, du da? Natürlich pimmel ich auf Lowground, weil da zwei Übersweats dich outbilden gerade. Deswegen pimmel ich auf Lowground, was ein Scheiß. Einer noch? Wo ist der Strube überhaupt? War der Strube wie wir im gleichen Fight? Nee, ne? Ja doch. Neben dran war ein anderer. Bro, ich bin 180 Womp-Pumped. Ist hier noch irgendwas für mich? Hier, ja, hier ist ein Gegner neben mir. Nein. Chef Strom ist also tot. Ist hier noch irgendwo? Gegner ist vor mir, Gegner ist vor mir, ich brauch Hilfe. Gib mir mal das. Hatte der nicht so ein Ding dabei? Das wär's gewesen. Hätte ich das geklappt, wäre krass. Ich hab's probiert. Ich muss mich hochrein. Romatra, hol du mich hoch. Hol du mich hoch, Romatra. Mach ich. Ein Prancer, bitte. Wenn ich zu mir komme zum Finishen. Oder vielleicht wieder auch schneller. Ah, wohl, nee, warte ich da. Ich hab noch 3 Medipacks, ich hol das hier raus. Aber nice try, fand ich auch. Das war voll dumm, aber ich mach das gerne. Wir werden gerade von dem Team gepusht, was zwei. Ich brauch einen Medi. Liegt sie. Oh. Liegt.
Medaillon. Hier, yeah, ist gedroppt, ist gedroppt. Wieso ist das Medipack da hinten? Das hab ich dann geworfen. Medaillon. Bin nicht so gut im Zielen. Wo ist das? Ja, ist ich hab's ist gepinkt. Haben wir nur ein Medaillon? Ja. Leider ja. Ey, die ich jetzt getötet habe. No one loves you. Wieso schreiben die immer? Das verstehe ich nicht. Wegen TTV. Das ist ja so schlecht. Riesiger Bildfight im Südosten, Süden. Wo? Südosten, S-E. Süden ist ein Bildfight. Ich sehe SE gar keinen. Südosten, Süd ist ein Bildfight, Leute. Südost, Süd? Süd nennt man das, ja. Oder? Ich glaube, es ist richtig. Ich sehe sie. Der muss so hoch schießen, das gibt's doch gar nicht. Julian. 500 was? Mal getroffen. 500 mal überlegt, wie ich das alles beendet. Was soll das? Sorry. Ich hab mal Medaillon. Komm her. Medaillon liegt. Liegt. Komm her. Was soll ich machen? Mitkommen. Zauber. Mitkommen, Kameraden. Ich geh halt zu, ne? Ich brauch gleich Metz. Komm, kann ich schnell droppen, wenn du mal anhältst. Wenn du mal anhältst, werd ich dir geben. 213 liegt. Hast du ein Medi? Ne, gar nichts, wir sterben. Du bist hier raus. Ich sterbe? Bin tot. Er ist in uns drin! Also Romatra, das wäre so verschimmelt gespielt. Ich wollte einfach Action machen. Digga, wir hatten gar keine Chance. Das war das letzte Team und wir wussten es nicht. Wir waren nee, doch, wir gar keine das. Chance. Ich wusste das nicht. Hör die ab. Ja, ich, ich kann nicht in Worte Rogue fassen, dass Rogue der Schrubel wieder tot war. So viel Damage gemacht. Der Schrubel ist so unfassbar, gar nicht in Worte zu fassen, besser in Fortnite, als wie er mit mir spielt. Das kann ich gar nicht beschreiben.